Überfrierende Nässe hat in der Nacht vor allem im Norden des Kreises Schleswig-Flensburg für eine wahre Unfallserie gesorgt. Feuerwehr und Rettungsdienst waren bei 3 schweren Unfällen nahezu pausenlos im Einsatz. Eine Frau wurde getötet, insgesamt 8 Menschen wurden teilweise lebensbedrohlich verletzt. Den Auftakt der Serie bildete gegen 23 Uhr ein Unfall auf der Bundesstraße 200 im Bereich der Auffahrt zur A7, der auch gleichzeitig der folgenschwerste war. Noch während die Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz war, wurde nur eine halbe Stunde später erneut Alarm ausgelöst. Die Rettungskräfte wurden zum nächsten schweren Unfall auf die A7 zwischen der Auffahrt Harreslev und der Grenze zu Dänemark geschickt. Dort glich die Straße auf rund 500 Metern Länge einem wahren Trümmerfeld, so Richard Andersen, Einsatzleiter der Feuerwehr. Infolge eines Verkehrsunfalls kam es zu einem Folgeunfall. Da ist ein Fahrzeug in das absichernde Fahrzeug der Polizei gefahren, hat sich dann gedreht und ist dann hier zum Stehen gekommen. In dem Fahrzeug befanden sich 3 Personen, von denen eine schwerst verletzt und 2 leicht verletzt wurden. Eine Person musste mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. In dem gerammten Streifenwagen befanden sich zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise keine Personen. Die Beamten blieben deshalb unverletzt. Wegen der umfangreichen Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Autobahn für mehrere Stunden lang voll gesperrt.